Felis silvestris catus. Das ist mit Abstand unser beliebtestes Heimtier. Mehr als 1,5 Millionen Katzen leben in der Schweiz. Und es werden immer mehr. Heute am Internationalen Tag der Katze machen Tierschützer auf das Problem der wachsenden Population aufmerksam. Ramona de Cesaris. Rund 1,5 Millionen Katzen leben in der Schweiz. Die Hälfte von ihnen ist herrenlos und es werden immer mehr. Um die Vermehrung zu stoppen, will die Tierschutzorganisation NETAB eine Kastrationspflicht für Freigängerkatzen und hat darum eine Petition gestartet. Katzen vermehren sich sehr schnell. Aus einem Katzenpaar können rein mathematisch gesehen in 10 Jahren über 80 Millionen Katzen entstehen, wenn man von einem Überleben pro Wurf von 2,8 Katzen ausgeht. Jedes Jahr werden aktiv junge Kätzchen getötet. Ältere Katzen werden einfach ausgesetzt oder in Tierheim gebracht. NETAB will, dass der Bundesrat und das Parlament jetzt aktiv werden, damit Kastrationspflicht im Gesetz verankert wird. Wir sind fast 365 Tage im Jahr im Einsatz. Wir haben ein Netzwerk von Freiwilligen, die ausrücken, wenn wir Meldungen bekommen. Und wir lesen die Katzen in himmeltraurigen Zustand auf. Wir finden Kolonien, wo Katzen krank sind, die Hunger haben, die verunfallt sind. Eine landesweite Kastrationspflicht sei durchaus möglich, sagt Präsidentin von NETAB, Tessa Geiser. Österreich hat es vorgemacht, Belgien zieht nach und auch in Deutschland herrscht das Gesetz in Gemeinden und Städten. Der Vollzug, der muss natürlich dann besprochen werden, wie der soll vor sich gehen. Aber der Schweizer ist grundsätzlich recht gesetzestreu. Wir gehen davon aus, dass, wenn wir so ein Gesetz haben, dass rund 80% der Schweizer sich daran halten. Und das gäbe für die Überpopulation, die wir haben, schon eine riesen Entlastung. Das Kastrationsgesetz wird die Überpopulation reduzieren und stoppen. Auch wenn noch Unterschriften für das Gesetz fehlen, ist Tessa Geiser zuversichtlich.